Hallo zusammen, in eurer kulinarischen Show begrüßt euch natürlich hier bei der Hobbykoch und heute machen wir mal Cheese Bacon Balls oder Cheese Bacon Bombs. Wie das funktioniert, was wir dazu benötigen, zeige ich euch nach dem Intro natürlich immer da. Wer es noch nicht gemacht hat, abonniert den Kanal, haut da oben auf die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Und jetzt frage ich nochmal ganz kurz bei der Alexa, was sagst du zu der ganzen Geschichte hier? Ich hoffe, wir fliegen nicht gleich in die Luft. Na, keine Angst, also in diesem Sinne, jetzt kann es schon losgehen. Für unsere Cheese Bacon Balls benötigen wir ein bisschen Hackfleisch, das sind jetzt ca. 500 Gramm. Logisch braucht man dazu auch noch ein bisschen Bacon, man kann aber, denke ich mal, auch ganz normalen Schinken nehmen. Ich nehme sowas jetzt her. Ganz wichtig natürlich auch unser Mozzarella. Damit meine Bacon Bombs auch so richtig Bums bekommen, natürlich ein bisschen Chili. Dann ein bisschen Blattpaprika und ein kleines bisschen von unserem Gyros-Gewürz. Und da kann es schon losgehen. Da geben wir schon mal unser Hackfleisch hier rein. Und unser Gyros-Gewürz, den Blattpaprika und den Chili für den Willi. Und jetzt wird das alles mal schön durchgemengt hier. Dass das alles auch so ein bisschen Würze abbekommt von meinem Hackfleisch und meine Gewürze, dass die Hackfleisch abbekommen und andersrum. Und dann werde ich das hier mal so richtig schön durchkneten. Frisch geknetet steht unser Hackfleisch da und das werde ich jetzt mal auf die Seite stellen. Jetzt geht es mit unserem Mozzarella weiter. Ja, schaut mal, da liegt der Mozzarella auf meinem neuen Schneidebrett. Ja, der Hobbykoch hat ein neues Brett. Der hat eins vom Kopf und eins auf dem Tisch und jetzt macht er hier einfach mal weiter. Ich schneide mir jetzt hier einfach mal so ein bisschen ein paar Scheiben runter. Ich werde nicht den ganzen Käse aufbrauchen. Ich mache hier jetzt einfach mal so viereckige Quadrate. So, halbwegs viereckig sollten die Quadrate sein. Und wenn die viereckigen Quadrate dann ungefähr so aussehen, ja, dann kann man mit dem Hackfleisch weitermachen. Jetzt nehme ich mir hier was von meinem Hackfleisch raus. Ich hoffe ja, dass das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So sollte das aussehen ungefähr. Das habe ich mir jetzt da rausgenommen. Und da geht jetzt hier ein Stück Käse rein. Und das wird jetzt so zugemacht irgendwie. Ich hoffe, dass das alles so funktioniert. Ich mache jetzt hier einfach mal so ein Bällchen. Wie so eine Bulette. Ja, und das wird jetzt noch mit Schinken eingeschlagen. Ich mache erstmal die anderen Kugeln hier fertig. So, Agathe, da legen die Apparate und die gehen jetzt in den Speck. Und jetzt werden wir die Kugeln hier mal einpacken. Einmal so rum. Und einmal so rum. Ja, das wird dir eine Bombenstimmung geben und ich habe mir hier so Zahnstocher ein bisschen in Wasser mal eingeweicht, so für 10 Minuten und da werde ich jetzt die Kugeln einfach hier mal so ein bisschen noch fixieren, dass mir der Speck nicht runterfällt. Und eingeweicht habe ich die Zahnstocher aus dem Grund, damit mir das nicht alles gleich anbrennt. Also die sind jetzt richtig schön nass und das werde ich jetzt alles mal hier fixieren. Unten noch eins rein und das mache ich jetzt mit den anderen auch und dann wird es schon in den Backofen gehen. Ich denke, das reicht jetzt so zu und das geht jetzt in den Backofen. Ich hoffe, dass bei 180 Grad Umluft meine Bomben da drin nicht explodieren und ich melde mich gleich zurück. Meine Bacon Cheese Bombs, meine Bacon Cheese Balls oder Käse Speck Granaten, die liegen jetzt da hinten im Backofen.
Ich hoffe, das gibt eine Bombenbestimmung und nicht, dass mir die Dinger da drin explodieren. Blödsinn. Was ich noch sagen wollte, ich wollte mich bei euch noch mal ganz kurz bedanken. Ja, ich stehe jetzt im Dreivierteljahr, nachdem ich wieder mit YouTube angefangen habe und mit dem Kochen und Rezeptvideos, knapp vor den 1000 Abonnenten. Ein recht herzliches Dank dafür. Also ganz toll. Unterstützt mich auch weiterhin, wo ihr nur könnt. Teilt die Videos, liked die Videos, kommentiert die Videos. Also mich freut es, dass der Kanal jetzt langsam auch ein bisschen in Fahrt kommt. Vielen Dank. Und was ich noch erwähnen wollte, ja, ihr habt es gesehen, ich habe ein neues Schneidebrett zugelegt. Da hatte mir eine Userin, beziehungsweise auch noch jemand anderes mit mitgeteilt, auch dein Brett, das schaut ja gar nicht so schön aus. Ja, ist manchmal so, man achtet da mehr wahrscheinlich auf die Videoqualität und auf irgendwelche Effekte und auf irgendwas anderes. Natürlich muss man auch schauen, dass die Sachen einem nicht nebenbei anbrennen beim Braten und beim Kochen. Also manchmal, da fällt einem das gar nicht so auf. Das dazu, dass ihr da auch mal so ein bisschen Einblick bekommt. Weil mich auch jemand gefragt hatte, ja, wie lange brauchst du für so ein Video? Und dann habe ich gesagt, also im Schnitt aufnehmen und, Videoschneiden, Effekte einbauen, brauche ich knapp 10 Stunden. Also für ein Video, was ihr jetzt hier 10 Minuten euch mal anschaut, oder 8 Minuten oder 5 Minuten, brauche ich so im Schnitt so zwischen 6 bis 10 Stunden. Und da ist das Einkaufen noch nicht dabei. Und das Abwaschen danach. Aber da hilft mir ja die Alexa, die ist dann ganz fleißig, die junge Frau. Und die dreht sich hier bei mir in der Küche und macht und tut. Also von dem her habe ich da kein Problem. Und jetzt schauen wir uns gleich nochmal die Bomben da an. So, die Feuerkiste habe ich jetzt hier mal ausgeschalten. Und schaut euch das schon mal an. Weiß nicht, ob man das jetzt hier alles so erkennen kann. Also die schauen echt schon mal lecker aus. Ja, und die gebe ich jetzt einfach nochmal zurück und ich denke nochmal 15 bis 20 Minuten. Nach knapp 30 Minuten ist der Backofen aus und ich hole die Kugeln jetzt mal raus. Wow! Ja, was sagen wir da dazu? Heute gibt's was auf die Knochen. Habe ich euch zu viel versprochen. Schaut euch die Bomben mal an. Ja, die Bombe ist geplatzt, würde ich sagen. Das war die zündende Idee heute. Und jetzt werden wir das mal anschneiden. Und ganz praktisch, meine Griffe hier. Schaut euch das mal an. Die kann man jetzt alle hier so schön rausnehmen. Und ich stelle mir die hier auf so ein Zebertuch. Da kann das Fett noch ein bisschen ablaufen und dann wird probiert und präsentiert. Da ist das Kunstwerk. Das werden wir jetzt mal anschneiden. Ich hoffe, dass das so funktioniert. Ich nehme hier erstmal so einen Holzstab raus und jetzt probieren wir das mal. Ja, schaut euch das mal an. Das ist doch ein Prachtwerk. Das ist doch ein Kunstwerk, ist das. Schaut euch mal an, wie der Käse da schön zerläuft. Ja, das muss ich doch jetzt mal probieren. So, das war unser Video zum Thema Bombenbestimmung in der Küche. Unsere Bacon Cheese Bombs. Und da werde ich jetzt mal eine probieren. Schaut euch das mal an. So sollte das aussehen. Ja, und das Ding geht jetzt hier rein. Puh, was soll ich hier sagen? Die Dinger sind ganz schön scharf. Ja, habe ich ganz gut gewürzt und ich muss euch sagen, die Dinger sind echt Bombe. Ich hoffe mir, dass das meine Zündschnur aushält. Und jetzt werde ich mal die Alexa hier fragen, was die zu der ganzen Geschichte sagt. Alexa? Oder Putzfrau, oder wer bist du? Ab heute bin ich die Bomben-Uschi. Ach so, ja, jetzt verstehe ich das. Ja, habe ich mir schon immer gedacht. Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Haut da oben auf die Glocke, aktiviert den Kanal. Bis bald. Ciao, tschüss, euer Hobbykoch.